Hallo und herzlich willkommen zurück zum Champions League Orakel. Wir sind die F-Multi Gamer und ich bin euer Eismännchen für euch. Und es geht zum Rückspiel FC Schalke 04 Galatasaray Istanbul. Ich würde sagen, nach einem 1-1 in Istanbul können wir mal orakeln, ob Schalke die Runde der letzten 8 erreicht. Tendenziell würde ich mal ja sagen und bin mal gespannt. Sogar Didier Drogba ist im Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der im Kader sein kann in dem Fall. Und ja, Leute, er ist da. Elfenbein-Dieter genannt, Didier Drogba, ist endlich wieder dabei in Europa und wir können gucken, wie es aussieht. Wir gehen direkt in die Felddienst-Arena. Wir sparen uns den ganzen Kladderadatsch drumherum. Hier geht es um viel, deswegen wir sind sau heiß. Im Orakel vom Wochenende hat Schalke ja auch orakelt. Und zwar den Derby-Sieg gegen Dortmund. Orakel ging leider 0-0 aus. Ja, Schalke hat gewonnen am Wochenende. Und Galatasaray, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, wie die gespielt haben. Ist, glaube ich, aber in der türkischen Liga egal. Die sind Tabellenführung und weit vorne. Und daher gehe ich davon aus, dass sie 3 Punkte mitgenommen haben. Wir kennen ja alte Bekannte. Hamid Altintop von Bayern München hat er gespielt. Wesley Sneijder sowieso von Inter Mailand. Dann haben wir hier noch Philippe Melo, den man kennt. Man kennt logischerweise, wie gesagt, Didier Drogba und eigentlich auch Muslera im Tor. Der hier immer von Ei gut ist. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel startet. Galatasaray hat Anstoß und spielt über Altintop nach vorne. Konstellation ist klar, Istanbul muss mindestens 1-2-2 holen oder gewinnen, um weiterzukommen. Bei 1-1 gibt es Verlängerung, bei 0-0 sind die Schalker durch. Und beim Sieg Schalke sind sowieso die Schalker durch. Durch das schöne Tor von Jones. Ja, denke ich mal, dass hier die Ausgangsposition eigentlich eine der besseren ist. Istanbul hat ja relativ, wie gesagt, namhafte Spieler. Und nur ein 1-1 gegen eine damals formschwache Schalker Mannschaft geholt. Und jetzt können wir mal gucken, wie sie gegen eine im Aufwind befindliche Schalker Mannschaft spielen. Zuletzt gab es ja immerhin mal 10 Punkte aus 4 Spielen. Das ist ja nun mal schon mal ganz gut. Rückstand auf Leverkusen ist lang verkürzt und deswegen sieht es jetzt so aus, als könnte Schalke die Champions-League-Ambitionen wieder aufrechterhalten. Und was ist, da gibt es Besseres? Jetzt gucken wir mal hier. Naja, was gibt es Besseres als, Viertelfinale der Champions-League zu erreichen? Das ist aber ganz klar. Das wäre dann nach Dortmund, die ja letzte Woche gegen Donetsk weitergekommen sind, was wir nicht rocken konnten, weil es keinen Donetsk gibt in diesem Spiel. Ja, einfach mal gesagt, ziemlich gut wäre das für Deutschland. Und Bayern Arsenal sogarren wir natürlich morgen, auch das gibt es in voller Länge bei den Multigamern hier. Bayern München, Arsenal London wird am Dienstagmorgen, denke ich mal, online gehen. Und ich freue mich schon, das kommentieren zu dürfen für euch. Aber jetzt erstmal zum Spiel von Schalke. Die ersten 10 Minuten sind schon rum. Passiert eigentlich gar nichts. Aber das kann Schalke entgegenkommen. Die können abwarten. Und ich denke mal, Galatasaray wird irgendwann aufmachen. Gucken wir mal an hier. Marco Höger spielt einen Fehlpass. Der Torjäger Yilmaz, der auch das 1-0 für Istanbul im Hinspiel erzielte, ist am Ball gewesen. Hier haben wir ihn. Didier Drogba. Und Wesley Sneijder. Drogba. Okay, das war nix. Müssen wir doch mal gucken hier. Also jetzt hat Istanbul sich ein bisschen Übergewicht erspielt. Fehlpass vom Holländer hier auf den anderen Holländer, Klaas-Jan Hünteler, der auch wieder Form aufwärts hat. Aber der fällt ja wohl im wirklichen Spiel aus. Soll aber nichts machen. Wir gucken weiter hier. Jefferson, Fafan. Da ist Hünteler. Fafan. Draxler, der starke Draxler hier. Oh, jei. Ein Dortmund-Spiel hier am Tor geschossen und ja, eigentlich fast schon überragend gespielt im Derby. Und damit Drogba, der kommt nicht an den Ball. Aber da haben sie ihn wieder, die Istanbuler. Dummer Fehler in der Mitte jetzt. Das ist Hamid Altintop. Da ist jemals, Vorsicht, der ist brandgefährlich. Das muss man einfach so sagen. Okay, die Schalker haben das Ding im Griff hier. Klären den Ball hinten raus. Kopfballverlängerung zweimalig zu Hünteler. Der spielt Höger an, der Uchida auf rechts jetzt sieht. Wieder Höger. Uchida müsste mal gehen. Macht er jetzt auch. Gegen Riera. Nein, Felipe Melo fängt den Ball ab. Der war auch schlecht gespielt. Und da war, da hat sogar ein Schalke-Spieler verletzt. Aber erstmal hat Michel Bastos den Ball. Dann kümmern wir uns darum. Hünteler erneut. Hünteler. Fafan kommt nicht dran. Istanbul hat alles unter Kontrolle. Und so vergingen 22 Minuten ohne einzigen Torschuss. Ich bin ein bisschen was anderes von den Orakeln gewohnt, die wir bisher gesehen haben. Wir haben Kolasinac im Duell mit Yilmaz.
Der Schalker Spieler ist wieder fit, der eben umlag. Auf jeden Fall, es liegt nämlich keiner mehr. Und dieser Ball ist aus. So, wunderbar. Neuer Spielaufbau hier. Draxler. Und Neustädter. Zu Hündeler. Hündeler, verteilt den Ball gut. Draxler könnte Verfan jetzt anspielen und spielt den Ball jetzt aus. Ja, das ist schon bitter hier. Inan ist jetzt am Ball für die Türken mal. Altin Top, wieder Inan. Langer Ball auf Sarioglu, aber auch der geht ins Aus. Das ist ja jetzt, die zwei Halbzeiten vom Derby waren alles andere als anspruchsvoll und diese erste Halbzeit, die kann sich eigentlich auch keiner angucken. Ich hoffe doch jetzt, dass die beiden Mannschaften mal schnell in die Spur finden, dass wir hier vernünftigen Fußball zu sehen kriegen. Es geht immerhin um den Einzug ins Champions League Viertelfinale. Jawohl, Hövedes spritzt hier dazwischen. Sehr schön von Draxler, aber auch der wird abgefangen. Und wieder ein Fehlpass. Wesley Sneijder. Inan. Und überraschenderweise ein Fehlpass. Kolatnyac hat den Ball abgefangen. Und Micha Bastos jetzt mal hier außen. Aber ja, doch, kann sich durchsetzen. Jetzt ist Hündeler in der Mitte und auch Marco Höger. Bastos, Hündeler. Immerhin der erste Versuch eines Torschusses. War jetzt nicht zwingend. Und muss Lehrer darf abstoßen hier. Ist die Zeit. Das Spiel wohl auf jemals, aber die Schalker gewinnen das Kopfballduell. Entschuldigung, ich muss mein Mikrofon gerade mal einstellen, habe ich gemerkt. Das stört ein bisschen. Und wieder bauen die Schalker auf. Ruhig dieses Mal sogar. Draxler, Fünteler. Jetzt haben wir Micha Bastos hier. Fünteler. Ah, der ist nix. Aber gut unter Druck gesetzt hier, Verbastos. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre der Ball ausgegangen. Und so gibt es Einwurf für Schalke. Und nicht Abstoß für Muslera. Ah, Draxler kommt hier nicht dran. Ich bin gespannt. Wie sage ich immer so gerne, ob ich neugierig bin. Ich hoffe ja auch. Und jetzt gibt es mal einen langen Ball auf den türkischen Torjäger Yilmaz. Der kommt auch... Nein, der kommt nicht mehr dran. Ja, die Fans im Spiel, ja, die Schalke 04-Rufe... Schalke ist momentan Dauergast im Orakel. Ja, und der Champions League wird natürlich logischerweise danach bleiben. Zumindest hoffe ich das. Dann gleich auch der Hinweis fürs nächste Bundesligaspiel. Das nächste Bundesligaspiel wird heißen Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Die bisher einzigste Pleite aus dem Hinspiel können die Bayern am Wochenende wettmachen. Das wird es natürlich in originaler Länge hier bei den Live-Multigamer und kommentiert vom Eismännchen geben. Und auch, wie gesagt, morgen gibt es Bayern München gegen Arsenal London. Und ein neues Giveaway wird die Woche auch noch kommen. Dazu gibt es Tomb Raider, War of the DayZ und natürlich auch Minecraft weiterhin auf unserem Kanal zu gucken. Jetzt gibt es hier Abstoß. 3 Minuten werden nachgespielt. Ja, ein sehr, sehr highlightarmes Spiel hier. Das war wieder ein guter öffnender Ball, aber der kommt nicht an. Das ist das ganze Problem. Das ist kein Problem für Uchida hier. Verfan und Hövedes. Und das sieht stark so aus. Als würde es mit dem 0:0 in die Pause gehen. Das ist alles andere als unverdient. Das Spiel gibt nicht mehr her. Ja, muss man ganz klar sagen. Ich muss mir auch sagen, ich langweile mich jetzt. Mit anderthalb Spielen ging gar nichts mehr hier. Und ich hoffe, dass Schalke jetzt einen Gang zulegt. Und Galatasaray zeigt, wo der Bartel den Most holt. Und ja, hier sehen wir es auch. 0 Torschüsse von Galatasaray. Immerhin 2 von Schalke bei Ballbesitz von 61:39. Das heißt, Schalke ist die bessere Mannschaft. Aber ja, das reicht natürlich nicht. Weiter geht's in Durchgang 2 ohne Wechsel auf beiden Seiten. Alle sind noch dabei. Marco Höger hat den Ball hier. Verfan und Höger schön mit der Hacke auf Draxler weitergeleitet. Der sieht Neustädter. Der spielt schön auf Michel Bastos und Hündeler und Höger. Nein, es kommt nichts bei rum. Das ist nicht mal Gefahr für Muslera. Hier sehen wir es nochmal. Nee, das ist natürlich, der kommt ja nicht mehr aufs Tor. Und somit darf Muslera in aller Ruhe abstoßen. Jawohl, also wieder den Kopf. Und dann so ein dummer Fehler hier. Und Bastos ist da. Kolasinac macht den Fehler wieder. Na, was heißt wieder den Fehler? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das war ein Aufbau, der darf nicht passieren. Jetzt haben wir die Superstars zusammen gesehen. Hier Drogba und Sneijder. Inan. Drogba. Oh, ja, der wird es aufgepasst. Höger hat aufgepasst, Entschuldigung.
Sehr, sehr, sehr gut. Oh, und dann ist mit so einem Ei gegen Drogba. Jetzt ist Sneijder da. Wenn er den schießen kann, ist er wohl drin. Ne? Drogba sieht wunderbar jemals. Und eine Wahnsinnstat von Timo Hildebrand gegen den türkischen Goalgetter Yilmaz. Mein lieber Herr, da hat Schalke jetzt richtig Dusel gehabt. Das war ein schöner Spielzug. Ein eingeleiteter Fehler allerdings von Hövedes im Aufbau, bin ich der Meinung, war das. Ja, und dann sah Drogba, Sneijder und ein Doppelpass hat es möglich gemacht, dass Yilmaz sich durchkombinieren konnte. Und ratzfatz war Galatasaray da, die jetzt Aufwind haben. Philippe Melo, wieder Yilmaz, der ist wohl jetzt heiß. Oh, da war Matip, glaube ich, dazwischen. Inan. Aufpassen. Jawohl, Draxler klärt das Ganze. Jetzt mal ein Konter hier. Höger, Bastos. Jetzt muss der Ball rüber. Jawohl, zu Fafan. Fafan muss ins Laufduell. Sehr stark, ganz stark, ganz stark. Tja, was denn? Fafan ist durch. Fafan. Und nichts. Jetzt gibt es einen Doppelwechsel. Raphael für Draxler, der ist schon Standard. Und Ambrat kommt für Altintop. Ja, warum Draxler rausgeht? Ja, Draxler war heute nicht so stark. Aber Raphael kann das Ganze mit seiner Spritzigkeit vielleicht nochmal beleben hier. Das war gerade die beste Chance im Spiel für Schalke 04. Es hätte jetzt auch eins einstehen können. Und damit wären wir bei Verlängerung. So steht es noch 0-0. Aber das ist ein ganz gefährliches Ergebnis. Wieder Höwe, das wird einem schlimmen Fehlpass hier. Inan Hildebrand. Ich glaube, es war Selçuk. Ich habe nicht genau gesehen, wer da geschossen hat. Eben stand Inan da, ich weiß nicht mehr. Gut, die Ecke verpufft jedenfalls fürs Erste. Sein Sneijder trifft den Ball richtig. Nein, trifft er nicht. Jetzt muss Schalke wirklich aufpassen. Hier sind nur noch 30 Spielminuten. Wenn Istanbul jetzt ein Tor macht, wird es gefährlich. Raphael. Farfan. Mische Bastos. Farfan. Auf Uchida. Wieder Jefferson Farfan, der spielt sehr gut heute. Bastos sehr schön weitergeleitet. Hünteler scheitert. Jetzt hat auch Schalke langsam ein paar Chancen hier. Die zweite Halbzeit wird dann deutlich besser. Der eingewechselte Amrabat, muss ein wenig aufpassen hier. Da ist er wieder, Amrabat. Jetzt habe ich es doch, Mensch. Türkisch für Anfänger. Gab es ja mal eine Serie drüber. Eine wilde Flanke auf Farfan und jetzt muss Schalke schnell kontern. Das tun sie nicht. Sie verlieren den Ball, weil sie über den Haufen laufen. Jetzt ist wieder jemand da. Höwe ist zu zaghaft. Sneijder mit dem Kopf. Aber Schalke kann klären. Jetzt muss man hier zittern mit Schalke. Und das war ein ganz schlecht geteilter Pass von Neustädter auf Hünteler. Das war fast schon grausam. Aber der Hunter holt sich den Ball hier. Raphael ist da. Höger ist da. Bastos. Mische Bastos. Raphael kommt nicht an den Ball, aber Hünteler ist wieder da. Das ist ja Wahnsinn, wo der heute überall ist. Oh, und dann macht er selber einen Fehler. Jetzt ist im Aufbau ein bisschen Platz für die Türken. Yilmaz wieder am Ball. Ein schöner Versuch, Drogba ins Spiel zu bringen, aber Matip war aufmerksam, zum Glück für Schalke. Wir haben noch 18 Minuten, die Schalke an Viertelfinale fehlen. Und Schalke muss jetzt, jawohl, Schalke muss reagieren hier. Wir müssen agieren auf dieses Spiel. Raphael verliert den Ball unglücklich hier. Und wieder ein Konter, schnell gespielt. Sneijder hat den Ball jetzt hier. Drogba startet. Drogba ist durch. Drogba ist durch. Hildebrand. Eieieiei. Also muss ein Mann vom Format von Didier Drogba machen. Das hätte ins Auge gehen können. Jetzt gucken wir mal, welche Mannschaft hier wechselt. Ich sehe die 10, die rausgeht und die 35 kommt. Das ist Philippe Melo und ja, bei Schalke kommt Barnetta für Bastos. Auch das ist ein Wechsel, den haben wir in unseren Orakeln jetzt schon sehr oft gesehen. Und Hildebrand stößt ab. Es sind noch genau 15 Minuten bis zum Viertelfinale für Schalke 04, die damit Borussia Dortmund folgen könnten. Und hier haben wir wieder Roman Neustädter. Neustädter. Ah, Fehlpass erneut. Und Neustädter steht aber gut, macht den Ball wieder zu. Eingewechselte Barnetta bringt ihn wieder ins Spiel. Jetzt könnte er flanken. Oh, das war gut geblockt, wenn man so will, von dem türkischen Abwehrspieler. Der eingewechselte Kurtulus auf Sneijder. Wesley Sneijder auf Didier Drogba, der eben so kläglich vergeben hat. Und ja, das ist natürlich auch wieder eine Flanke, die ein bisschen überhastet kommt. Gut durchgesetzt jetzt hier von Draxler. Draxler ist gar nicht mehr drauf. Von Neustädter war das. Jetzt Barnetta. Barnetta gegen zwei. Höger, gut, Hünteler ins Spiel gebracht. Und das ist ein Foulspiel auf, oh wei, das wird nicht gepfiffen, Vorteil. Hünteler. Barnetta kann schießen, Barnetta schießt. Und was macht er denn? Das ist eine Rückgabe auf Muslera, meine liebe Leute. Also den hätte, ich glaube, meine Mutter mit der Hacke präziser aufs Tor gebracht, als Barnetta das Ding gerade versucht hat, Vollspann. Jeder
C-Jugendliche wird diesen Ball vollspann besser treffen, aber Banetta soll ja noch eine Chance kriegen. Jetzt läuft er einfach mit dem Ball ins Aus. Das ist schon eine wirkliche Bewerbung für die Kreisliga C, die er abliefert, wobei ich den Spielern aus der C-Liga nicht zu nahe treten möchte. Die haben wenigstens noch ein Schöppchen am Spiel. Was macht Banetta eigentlich? Jetzt flankt er mal zum Gegner. Ja. Und jetzt ist Drogba da. Es sind noch 4 Minuten. Und Bayern München kennt die Drogba. 4 Minuten Verschluss. Achtung, Sneijder. Achtung. Uchida. Höwedes. Der Ball ist weg. Jawohl. Kopfballverlängerung. Und nein, Banetta kommt nicht mehr dran. Diesmal ist er auch nicht schuld. Muss man auch mal dazu sagen. Die Uhr tickt. Die tickt zum Glück für Schalke. Die zweite Halbzeit war dann doch deutlich besser. Beide Mannschaften hätten in Führung gehen können. Tun es aber nicht und damit sieht es danach aus, als sollte Schalke 04 wirklich das vierte Finale buchen hier. Jetzt spielen sie es nochmal sehr riskant da hinten rum. Ja, das ist überaus riskant und die Istanbuler Spieler bleiben aber stehen. Und dann kann man auch mal auf 0-0 spielen. Wie gesagt, zweite Halbzeit war dann spielerisch endlich mal das, was ich erwartet habe. Gute Tore kommentieren darf ich wohl nicht mehr im Moment. Ich hoffe, das bei Bayern gegen Arsenal dann anders und auch in der richtigen Richtung. Aber Vorsicht nochmal, Drock. Gegen Hildebrand. Oi. Es gibt Freistoß für Hildebrand. Das war nochmal richtig gefährlich. Der geht lang weg, der Ball. Aber wieder, die Türken machen Druck. Die wollen hier natürlich noch das Tor machen. Jede Sekunde müsste eigentlich abgewiffen werden. Amrabat. Und wieder ist Drogba da, aber Hildebrand ist ganz sicher. Timo Hildebrand. Der ehemalige Nationalkeeper hier hält das Ding fest und damit ist es amtlich. Schalke 04 steht im Viertelfinale, laut Orakel. Und damit können wir sagen, wenn es so kommt, Glückwunsch an Schalke 04, zum Glück geschafft. Galatasaray muss die Säge streichen und Schalke darf in den Lostopf in die Runde der letzten 8. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit war eine Katastrophe, zweite Halbzeit sah dann schon viel, viel besser aus. Und ich würde sagen, Schalke 04 hat das Ding auch verdient gewonnen. Hier sehen wir nochmal eine Übersicht. Was heißt verdient gewonnen? Mit 1-1 und 0-0 hat man nicht gewonnen, aber man hat das Auswärtstor geschossen, was reicht. Und ja, auch aufgrund von mehr Ballbesitz hier, denke ich, geht das schon in Ordnung, dass Schalke weiterkommt. Ich sage hiermit danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen, wenn es heißt Bayern München gegen Arsenal London. Alfenburg, diese Gamers-Eismännchen, sagt tschüss und bye-bye und lockt hier aus.